Ja, in Europa gibt es geschätzt 12 Millionen Roma, davon 1 Million in den Westbalkanstaaten. Immer noch gibt es Vorurteile gegen Roma, aber auch Menschen, die dagegen ankämpfen. Was wird ganz konkret getan, um die Situation der Roma zu verbessern in Europa? Ich mache mich auf eine Spurensuche durch Serbien, Bosnien-Herzegowina und Montenegro für Euronews Witness. Auf meiner Reise sehe ich Kinder, die im Müll spielen, katastrophale Wohnverhältnisse und Roma, die mir von Vorurteilen berichten. Doch in manchen Städten ändert sich was. Die Europäische Kommission zeichnete 7 Bürgermeister mit einem Preis für ihre Roma-freundliche Politik aus. In Montenegro heißt der Gewinner Marko Kovacevic, der Bürgermeister von Nikšić. In der zweitgrößten Stadt Montenegros leben 70.000 Menschen, darunter geschätzt 1.500 Roma. Bürgermeister Kovacevic hat 31 Sozialwohnungen für Vertriebene bauen lassen. 17 davon vergab er an Roma-Familien. Als er das Projekt ausweiten wollte, gab es Widerstand. Neki razlog tome jeste i sami način života re zajednice i način života, da tako kažem, ostatka naše zajednice u Nikšiću, koji ne mogu vrlo često da prihvate neke stvari koje činimo za opšte dobro, da tako kažemo. Skoro smo imali primjer gdje smo trebali da napravimo 10 novih socijalnih stanova u jednom naselju, gdje smo imali otpor ostalog stanovništva, dakle, koji ne pripada re zajednici, da se to naselje gradi. Ich mache mich auf den Weg zum Zentrum für Roma-Initiativen. Der Verein kümmert sich unter anderem um Rechte von Roma-Frauen. Gesundheit, Schule, Arbeit, Wohnen, alles hängt zusammen, meint Direktorin Fana Delija. Viel wäre schon gewonnen, könnte man die in allen Nachfolgestaaten Jugoslawiens verworrenen Grundbesitzverhältnisse klären. Generalno najveći problem mislim da je neophodno legalizacija zemljišta u kojem žive zajednica Roma i Egipćana. Manche Roma besitzen eigene Häuser, viele andere nicht. Am Stadtrand von Nikšić wurden vor einigen Jahren Sozialwohnungen errichtet, direkt neben der Straße zum Bauxit-Tagebau. Hier leben Roma-Großfamilien auf engstem Raum zusammen. 300 Menschen, nicht allen geht es gut. Wohnungsnot, Schulprobleme, Arbeitslosigkeit und ein schwerkranker Säugling. Seit 20 Jahren versucht Fana zu helfen, wo sie kann. Es gibt Fortschritte, aber viel zu wenige. Was sollte Ihrer Meinung nach zuerst getan werden? Ono što ja smatram da je od velikog značaja jeste da treba u narednih 4 godine zaista staviti fokus na zapošljavanje zajednica za ljude koji imaju mogućnosti i mogu da se zaposle. Soja ist Roma-Beauftragte der Realschule. Heute macht sie einen Hausbesuch bei Amela. Die 6-fache Mutter ist mit einem Rom verheiratet. Die Frauen wissen, um Arbeit zu finden, braucht es eine solide Ausbildung. Deshalb verfolgt Soja genau die Schulnoten der wenigen Roma-Kinder, die es bis an die weiterführende Schule geschafft haben. Soja ist auch eine Rom und hat einen Universitätsabschluss, eine Rarität für Roma in Montenegro. A ukoliko bi srednja škola bila obavezna, učenici iz romske i egipćanske zajednice ne bi napuštali, a samim tim završavanjem i sticanjem adekvatnog zvanja njihov položaj bi se unaprijedio. Ich reise weiter nach Bosnien-Herzegowina, nach Bijeljina. 100.000 Menschen leben im Ballungsgebiet, davon 2.000 Roma. Die Stadt baut Sozialwohnungen, ein Heim für ausgebeutete Kinder und unterstützt ein Roma-Festival. Soeben hat Bürgermeister Petrovic seinen Aktionsplan 2027 vorgelegt. Jedan od ključnih uslova, preduslova za veću inkluziju romske nacionalne zajednice, odnosno pripadnika romske nacionalne zajednice, jeste obrazovanje, obrazovanje i obrazovanje. Bereits heute gibt es deshalb eine ganzjährige Intensivbetreuung für Roma-Kinder. Ja, kad pa ćemo da budem fedoka.
Ja se zovem Bosna Bajić, imam 12 godina, a ja kad postavim hoću da budem frizerka. Gabriela Ramić, 8 godina, dok rastem volim da kad budem učiteljica. Ja sam Mersudin Ramić, 8 godina, želim da predajem učitelj matematiku. Der Verein Otaharin hilft bei Hausaufgaben und bietet psychologische Betreuung. Es gibt was zu essen und Bastelkurse. Viele Roma-Kinder sprechen bei der Einschulung kaum Serbisch. Roma-Koordinatorin Sanita fordert Sprachförderung. Ja, moj predlog jeste da se uvede praksa da imaju osnovne škole asistent romskog jezika. Vesida hat einen Festvertrag auf einem Gemüsehof. Viele andere Roma arbeiten als Tagelöhner. Langfristige Arbeitsverhältnisse seien für manche Roma schwierig, meint Vesida. Die österreichische Entwicklungshilfe, der Roma-Verein Otaharin und die Stadt Bijeljina unterstützen das Gemüseprojekt, das vor allem Frauen hilft. Zadovoljna sam sa svojim poslom. Mogu reći i na neki način sam sretna, zato što imam posao, jer znam kako je teško u ovom vremenu biti čovjek osoba, a potrebe idu. Letzte Station ist das Kurbad Vrnjačka Banja in Serbien. Die Stadt lebt vom Tourismus und gibt sich weltoffen. Rund 400 Roma wohnen hier. Trinkwasser, Strom, Baumaterial, Berufsausbildung. In den vergangenen 8 Jahren floss 1 Million Euro internationale Hilfe in Roma-Projekte, ergänzt durch knapp 200.000 Euro Eigenbeteiligung der Stadt. Konkretno su pre svega izrađene zgrade za socijalno stanovanje, gde smo najugroženije porodice koje su imali jako loše uslove za stanovanje, izradili objekat i useli ih u te objekte. Seit 2016 gibt es einen Roma-Beauftragten, Dejan Pavlović. Wir fahren nach Gradžac mit 250 Menschen, die größte Roma-Siedlung im Gemeindegebiet. Živoslav Vujicic hat lange in Deutschland gearbeitet. Nach der Rückkehr baute er ein schmuckes Haus. Als Dorfsprecher betont er den guten Draht zum Bürgermeister. Da se svim odaziva, ne samo na Facebooku i na Viberu i na Messengeru. Čak i kući idu kod njega i traže pomoć. I on se odaziva. Takav je čovjek. Ima svugde problem. Tako da najveća žudnja i čežnja nam je kanalizacija. Vladica hat Zucker. Sein Bruder ist herzkrank. Die Sozialhilfe reicht kaum zum Leben. Da es im Haus keine Toilette gibt, müssen sie ihre Notdurft im Schuppen verrichten. Die Stadt stellt Baumaterial zur Renovierung, aber wer bezahlt die Arbeiter? Planen nam je bio da na mesto u ovaj kupatilo struju da instaliraju. Šta ja znam šta još, dobili smo materijal, sad čekamo radnici. Viele Häuser im Dorf sind hübsch und gepflegt, aber nicht alle. Roma-Beauftragter Dejan zeigt mir eine Ruine. Hier lebte eine Großfamilie. Durch das Dach kam Regen. Vor einem Jahr fanden Sozialdienst und Stadt endlich eine Lösung. U ovoj kući je živelo 6 osoba koji su kroz socijalno stanovanje, program socijalnog stanovanja koje je realizovala opština Vrnjačka Banja, smešteni u novo izgrađenu zgradu. Mit dem Umzug aus der Ruine in die neue Wohnung begann für die 7-jährige Melissa und ihre Familie ein neues Leben. Melissas Vater ist Schneider, doch arbeitet er meistens auf Baustellen. Um die Familie zu stabilisieren, organisierte die Stadtverwaltung für die 2 Söhne eine Ausbildung zum Fliesenleger und Friseur. Mutter Sonja kann aufatmen. Ihre Teenager-Tochter Christina hat bereits ein Baby, Gabriel. Schulabbruch und frühe Schwangerschaften sind auch in Vrnjačka Banja ein Problem. Ich frage Christina nach ihrem Berufsziel. Für echten Wandel braucht es politischen Willen, Geld, Geduld und Kooperationsbereitschaft aller Beteiligten, Behörden und Roma.